Also eine gute Kartoffel erkenne ich daran, dass sie frei von Beschädigung ist. Und das Wichtigste an der Kartoffel ist eigentlich, dass sie auf dem Teller schmeckt. Ich mag gerne goldgelbe Farbe. Wir Deutschen mögen das sowieso gerne, andere Länder ist es eher weiß. Aber wir mögen gerne eine gelbe Kartoffel, die meisten mögen eine festkochende Kartoffel. Wir haben aber auch vorwiegend festkochende und mehlige. Hier steht mal von der Zilena, eine festkochende Sorte. Die Haupternte ist jetzt fast abgeschlossen. Ein Teil unserer Ernte lagern wir lose, ein Teil der Ernte lagern wir in diesen großen Kisten für die Langzeitlagerung. Und wir bereiten täglich oder mehrmals die Woche die Kartoffeln auf, um immer frische Kartoffeln am Markt zu haben. Tatsächlich eine festkochende Sorte, goldgelb, ja, mit Butter. Ja, und ich sage mal, eine Kartoffel, die gut ist, die schmeckt auch, wenn sie gekocht ist und kalt, also kalt geworden ist. Dann schmeckt eine gute Kartoffel immer noch. Das ist eine Hauptspeise, die Kartoffel. Und da probiert der Kunde nicht so gerne aus. Der will ja schon immer dieselbe Kartoffeln haben. Wir probieren aber generell jedes Jahr so ein, zwei Sorten aus im Feld. Wenn man will, ja, wenn mal ein Bad Neues rauskommt, so damals ja. Also dieses hatte ich, muss ich fairerweise mal sagen, hatten wir die Wunder neu dabei. Und die ist ja schön, mehlig und eine schöne neue Sorte. Weil mit der alten war ich ja nicht mehr ganz so zufrieden. Wenn es mal besseres gibt, also die haben wir vor Session ausprobiert, ein paar Kilo. Und dieses Jahr haben wir ein bisschen mehr Menge gemacht. Und passt. Deswegen gibt es ja auch die Herbstferien, das waren ja früher die Kartoffelferien. Da haben wir früher die Kinder schulfrei bekommen, damit sie die Kartoffeln aufsammeln konnten im Feld. Und heute machen wir es einfach schneller. Ja. So. Sehr gut.